So, das Nasentier sagt ja, das Nasentier sagt aber auch, dass ich noch einem anderen Mädchen mal meine Liebe gestanden habe. Allerdings war das nicht ganz freiwillig. Jemand hat vorher halt meinen Crush geoutet, aber es ist eine andere Geschichte, die etwas zu lang wäre. Denn wir wollen hier mit Doki Doki durch sein und diese Geschichte findet sich auch in einem gewissen Schriftstück, was nicht sonderlich schwer zu finden sein sollte. Yes. Nothing's real? Fragezeichen. Okay, das ist auch wieder witzig gemacht. Das ist eigentlich ein relativ cooles Gedicht. Ich finde auch solche. Ich glaube, die nennt man abstrakten Gedichte, denn ein Gedicht muss ja nicht immer sehr viel Text beinhalten, sondern ein Gedicht besteht ja auch aus Satzzeichen und so weiter. Das haben wir damals auch gelernt. Also mein Deutschlehrer damals, der fand das mit diesen abstrakten Gedichten auch sehr cool und der fand das total schade, dass er das nicht durchgehen unterrichten durfte. Okay, nothing's real. Okay. Des Weiteren haben wir hier die Verbindung zu Monika, die behauptet hat, dass Monika hat mal gesagt, dass wir und sie die einzigen richtigen, also wirklichen Personen sind. Ich werde gerade angestupst. So, wenigstens werde ich jetzt immer freundlicherweise mit dem Zeigefinger angestupst und nicht mit der Faust wie gestern. So, und zwar hat Mamfi hier wieder einen Überschlag gemacht zu einem anderen sehr, sehr spannenden Kulturgut, und zwar zu Gravity Falls, einer Disney-Zeichentrickserie. Kann man sich übrigens sehr gut geben, auch wenn man schon auch wenn man schon älter ist. Richtig cool, das haben wir uns vorletzten Sommer reingezogen. Das ist sehr geil. Und zwar geht es darum, dass sich eine der Figuren, also die Figur des Sus, ein Videospiel holt, wo es darum geht, das Flirten mit Mädchen zu lernen, also auch so eine Visual Novel, und dass er darin ein Mädchen kennenlernt, und zwar eine gewisse Tiffany, und da in Gravity Falls alles mega so übernatürlich ist, deswegen ist das auch mega cool teilweise. Erwacht diese Person aus dem Spiel sozusagen zum Leben und kann alle Elektrogeräte kontrollieren. Und auch als die Figur des Sus den PC ausmacht, folgt ihm der Charakter der Tiffany in andere Monitoren Elektrogeräte hinein und wird sozusagen teilreal und stört ihn auch dann dabei, eine wirkliche Freundin zu finden. Also sehr cool die Folge. Ich weiß nicht genau, welches es ist. Ich glaube, die heißt einfach Eine Freundin für Sus. Englischer Titel ist mir nicht geläufig, aber das wäre es dann jetzt auch mit dieser Analyse, oder? So, Mumphy meint noch, dass das relativ interessant ist. Und zwar ist das ein anderes Gedicht, was wir bereits gesehen haben. Allerdings kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und zwar ist es relativ cool, dass hier alles weggestrichen ist, außer die Buchstaben, die man gerade braucht. Das ist auch eine sehr bekannte Chiffriertaktik, also eine Verschlüsselungstaktik, dass man dann so Schablonen ausgibt oder dass man einfach jemand anderen einen Text gibt und alles wegstreicht. Ist sehr cool gemacht, wie ich finde, aber machen wir mal weiter. Schwarz. Und Monika ist da. Okay, everyone. It's time to figure out the festival preparations. Okay, wir bereiten das Festival vor. So, wieder das Gleiche. Sie möchte dekorieren, sie möchte Cupcakes machen. Und Monika sagt einfach, ja, die dumme Kuh, also wir helfen einfach ihr. Und Natsuki intervient, also mischt sich ein und sagt, you have the easiest job, Monika. So, alle drei Streit. Was hat sich gerade mein Mauszeiger bewegt? Ja, der bewegt. Der wird nach Monika gezogen. Wie witzig. Boah, ich habe mich gerade mega erschreckt. Auf einmal bewegt sich die Maus. Ich denke natürlich so, ja, Schnabeltier muss meine Maus gepackt haben, aber ich spüre Schnabeltier Hand gar nicht an meiner Hand. Und ja, das. Okay, ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut. So. Wir dürfen uns entscheiden. Wir dürfen uns. Ah, das ist mega witzig gemacht. Wir dürfen uns entscheiden, wem wir helfen. Und zwar streiten sich die beiden uns. So, Schnabeltier, was machen wir? Ich zeig 1, 2 oder 3 mit den Fingern. Du sagst, wir sollen einfach mal aus Protest Natsuki nehmen. Ah, das ist gar nicht so. Yui! Oh, ich hab Yui getroffen. Oh, fuck, was los? Oh Gott. Ey, die Augen, Alter. Okay, jetzt habe ich mich das erste Mal erschreckt. Jetzt habe ich mich das erste Mal erschreckt. Monika, 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 Monika. Für welche Monika wärst du?
Für die, die halb aus dem Rand raus ist, okay. Yeah, you picked me! Nein! Das wollte ich gar nicht. Aber wahrscheinlich hat das Spiel keine andere Möglichkeit. Aber es ist so witzig gemacht. Oh, ich finde das aber auch ein bisschen cute, wie Monika uns jetzt die ganze Zeit mit Gewalt zu sich haben will, obwohl sie am Anfang ja so porträtiert wurde mit dem Topos der schönen, schlanken, sportlichen, an die man gar sowieso nicht drankommt und die eher so Moderator ist. Und jetzt geht sie ja voll auf uns drauf. So, da ich das Nasenziel beschwert habe, da ich nicht mal sagen soll, dass ich angestupst worden bin, sagen wir jetzt einfach mal, dass das Nasentier meint, also Mumphy meint gerade, dass das auch so eine Eigenschaft von Jungs ist, denn Jungs übersehen angeblich immer die Mädchen direkt vor ihrer Nase und auch sehr bescheidene Jungs übersehen aber auch immer die Mädchen, die sehr weit weg sind aus ihren Augen, die nicht immer so weit weg sein müssen, wie sie erscheinen. Übrigens fällt mir auf, dass ihr Ohr relativ weit unten ist, aber gucken wir weiter. So, die beiden sagen jetzt zu Monika, dass das nicht fair ist, aber Monika sagt einfach, dass wir uns das ja ausgesucht haben. Haben wir gar nicht. Give us all this work and then taking a dumme Kuh for yourself. Okay, du hast uns die ganze Arbeit aufgebrummt und jetzt möchtest du die dumme Kuh für dich selbst haben. Das ist auch ein bisschen unfair von ihr. Okay, Yui dreht ab. Und Monika sagt zu ihr, beruhig dich mal ein bisschen. Und diese beruhigt mich gar nicht, hahaha. Monika, I can't believe how delusional and self-important you are. Pulling dumme Kuh away from me every single time you are not included in something. Okay, sie dreht jetzt richtig ab. Are you jealous? Crazy? Or maybe you just hate yourself so much that you take it out on others? Okay, müsste das nicht schwarz sein? Here's a suggestion. Have you considered killing yourself? Okay. Das dreht jetzt natürlich wieder alles. Und zwar kaum sind wir auf der Seite, gehen wir auf Monika ein, weil wir denken, dass Monika hier das größere Übel für uns ist. Schon wird hier Yui porträtiert als das größere Übel für uns. Okay, da haben sich ja zwei gefunden. Wird spannend. It would be beneficial to your mental health. Yui, you are screaming a little. Natsuki, let's just go. I don't think she wants us around right now. See, that wasn't very hard. And all I want is to spend a little time with him. Okay, das wird jetzt mega creepy. Mumphy lobt gerade übrigens die geniale Lesersteuerung an dieser Stelle. Denn schon haben wir als Leser geglaubt, also ich weiß ja nicht, ob jeder Leser so einfach zu steuern ist wie wir, aber bei uns hat es jetzt grandios funktioniert. Das ist immer toll, wenn man sowas fühlt von Lyrik aus. So, kaum waren wir auf ihrer Seite, haben gedacht, sie ist die Böse, wird sie jetzt porträtiert als die Böse. Is that so much to ask? Yui follows Monika Natsuki to the door. Lassen sie sich wirklich rausschmeißen? Hey, dumme Kuh. Yui is really something, isn't she? Yeah. Monika giggles as Yui pushes her out, sodass sie sich einfach rausschmeißen lässt. Finally. This is really what I want, okay? Die Musik fadet ein. Ist das Atmen im Hintergrund? Ja. Aber wir haben hier das... Ich hoffe, das ist das, was das Nasenteam hier mit der Tafel sagen will. Das ist nämlich ein bisschen krickelig. So, dass wir hier wieder das gleiche haben wie Lena. Denn Lena wollte uns ja auch für sich ganz allein haben und hat deswegen halt sozusagen das ganze Camp leer geräumt und die Musik läuft teilweise rückwärts. There's no need to spend the weekend with Monika. Don't listen to her. Just come to my house instead. The whole day with just the two of us. Es gibt auch noch etwas, das nennt sich Samstag. Den kann man auch ganz gut miteinander verbringen. Doesn't that sound wonderful?
Hahaha. Wow. There's really something wrong with me. Isn't there? Nee, nee, alles gut, dir geht's wunderbar. Das ist völlig normales Verhalten von deiner Stelle aus. But you know what? I don't care anymore. Ach, das hatten wir doch auch. Das hatten wir auch bei Jenna. Weil Jenna hat ja am Ende dann Alyssa geschlagen und kann im... das war... okay. Mir wird hier gerade gut Ende angezeigt. Und zwar hatten wir ja mit Lena das böse Ende. Wenn man das gute Ende bekommt, das könnt ihr übrigens beim guten Seaman euch anschauen. Sehr toller Kanal. Unbedingt abonnieren. So, Huster rausgeschnitten. Und zwar hatten wir das auch, dass die Lena dann am Ende gesagt, so, jetzt kann ich einfach ich selbst sein. Und ich war die ganze Zeit nur so schüchtern, weil ich es nicht geschafft habe, ich selbst zu sein, weil ich halt zu hohe Ansprüche an mich selbst hatte. Super, haben wir hier nochmal eine Parallele. I've never felt this good in my whole life. Ja, okay, wenn das alles, die ganze Wut die ganze Zeit in dich reingefressen hast, dann ist das wahrscheinlich auch mal eine ganz gute Idee, kurz mal Natsuki und Monika aufs Maul zu hauen. Aber dann lass es auch dabei, sei dann wie du bist. Du bist ja, also sie sollte am besten sein, wie sie ist, und es aber nicht übertreiben. Okay, lesen wir mal weiter. Just being with you is far greater pleasure than anything I could imagine. Sogar besser als Schokokuchen? I'm addicted to you. It feels like I'm going to die if I'm not breathing the same air as you. Ja, dieselbe Luft kann man auch nicht gleichzeitig atmen, aber lassen wir das. Okay, sie fühlt sich nach uns süchtig. Ja, das hatte ich auch mal. Ich hatte auch mal ein Mädchen, das hat das gesagt. Das finde ich teilweise eine... Also nicht zu mir, glücklicherweise, sondern das ist teilweise eine mega creepige Sache, die man eigentlich nicht hören will. Doesn't it feel nice to have someone care about you so much? Das fühlt sich schon fast gruselig an, übertreibst. To have someone who wants to revolve their entire life around you. Ja, diese komplette Selbstaufgabe ist ungesund. Mach das nicht. But it feels so good. Then why does it feel more and more like something horrible is going to happen? Okay. Maybe... Okay, jetzt ist es teilweise Lachen und Schluchzen im Hintergrund. Und noch Knistern von einem alten Plattenspieler. Den Plattenspieler hatten wir ja in Monikas Gedicht einmal kurz als Symbol. Okay, mir wird angeraten, die Aufnahme einfach laufen zu lassen. Sie hat jetzt noch so ein paar Sachen gesagt wie, ach, ich liebe dich total und so weiter. Nichts Besonderes. I have to tell you. I'm badly in love with you. Ja, das wissen wir bereits. It feels like every inch of my body, every drop of my blood in me is screaming your name. Okay, das ist auch süß und creepy. I don't care what the consequences are anymore. Okay, du solltest besser zum Psychiater gehen. I don't care if Monika is listening. Please, Odonku, just know how much I love you. I love you so much that I even touch myself with the pen I stole from you. Ach so, genau, den Stift, den sie mitgenommen hat. Was? Okay, ohne schwarze Stift. Ohne schwarze Schrift. Yay. Ja. Finde ich jetzt nicht so sexy, besonders nicht, wenn sie ihn abgewascht hat. Okay, Mumpy zieht das Ganze jetzt voll ins Lächerliche und hat gesagt, wir sollen uns mal vorstellen, dass das so ein mega ekliger Stift ist, der schon 15 Mal runtergefallen ist. So ein Stift, den man zum Beispiel benutzt, um sich im Ohr rum... Wer benutzt Stift, um sich im Ohr rum zu pulen? Will ich gar nicht wissen. Also, halt so ein ekliger Stift, den man auch mal benutzt, um bei irgendwelchen Elektrogeräten hinten den Knopf zu drücken und sowas. Ich glaube, jeder hat so einen komischen Stift. Stell sich mal vor, das sei so ein Stift. Ey, das ist mega widerlich. Mach das nicht. Es gibt spezielle Geräte dafür, wie man hier gerade anmerkt. Mit der Tafel. Es gibt spezielle Geräte dafür, so kann man es auch ausdrücken. Okay. I just want to pull your skin open and crawl inside you. Okay, Mrs. Edgy geht los. I want you all to myself. I want you all to myself. Okay. And I will be only yours. Don't sound that perfect. Das sound immer noch ziemlich creepy. Tell me, du dumme Kuh. Tell me what...
Tell me you want to be my lover. Ist das nicht ein Zitat aus dem Lied? Do you accept my confession? Yes. Wenn wir jetzt No machen, oh Gott. Ey, ich glaube, ich will gar nicht erst wissen, was passiert, wenn wir jetzt Nein machen. Dann sind wir wahrscheinlich instant dead. Aber trotzdem wird das erstmal kurz besprochen. So, wir haben uns nach einer kleinen Diskussion geeinigt. Und zwar machen wir Yes. Allerdings ging die Diskussion nur darüber, ob wir uns noch eine neue Tasse mit dem leckeren Sojacreme-Heißgetränkzeug hier versorgen oder nicht. Denn das ist schon fast alle und ich habe gar nicht mehr so viel davon. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht mal so mega teuer. Ich glaube, 1 € für 8 Packungen oder so. So, wir machen Yes und gucken, was passiert. Hahaha. 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 Haha. What the... Ist das dein Ernst? Was zum... Oik. Ihr Pa. Asi. L. O. Ück. Ali. U. A. Ä. Warum? Was zum Geier? Was soll das denn? Bei Nein ist das ja vielleicht noch eine mäßig nachvollziehbare Aktion. Bei Ja, begrenzt. Sehr begrenzt. Und warum ist das ein ordinäres Küchenmesser? Kann sie nicht eins ihrer schönen, glänzenden Messer mitnehmen? Okay.